Willkommen zurück, liebe Zocker und YouTuber. Ich sitze hier gerade in meiner Constellation und bin dabei, an einem Außenposten ein Paket abzuholen. Müsste eins dieser neuen Derelict-Außenposten sein. Und der einzige Nachteil ist, dass es hier vor Feinden so wimmelt. Einen habe ich schon ausgezogen und umgebracht und ausgezogen. Nicht ausgezogen und umgebracht, andere Reihenfolge. So, da liegt die erste Kiste. Knarre raus. Was ist das für ein Licht hier? Aurora Borealis. So, da oben habe ich auch noch einen erschossen. Den gehe ich mir auch noch kurz holen. Also die Leiche. Alle hopp. Ich sagte alle hopp. Weiter Weg nach oben. So, ich habe hier eigentlich einen erschossen. Hier ist er. Aha. So, es ist absolut tolle Sichtbarkeit haben wir hier. Ich sehe gar nichts. Kann er jetzt nicht hier runterspringen. Das wäre richtig blöd, oder? Ich leg den mal ganz hier unten irgendwo ab, ja. So, da so. Zum Glück hat er eine Helmlampe, da sieht man gut, wo er liegt. So. Was ist das hier? Nix. Okay, rüber. Komm, mein Freund. Wir machen das alles für den Loot hier. So. Alle hopp. Loot. Vehikel. Rein damit. So. Alles meins. So, jetzt gehen wir uns das Eigentliche holen, weswegen wir eigentlich hier sind, nämlich... Moment. Wo ist die jetzt? Hä? Ich sehe die Anzeige nicht mehr. Ich bin verwirrt. Moment. Untrack, track. Na bitte, geht doch. Man muss nur wollen. So, sind da auch irgendwelche bösen Jungs? Ich bin mir nicht sicher. Sehen wir da? Ja, wir sehen da was. Ist der down? Er hat Schwank. Ah! Herrschaftszeiten. Ey, hey. Kriegt er sich wieder ein? Wo denn? Ich würde sagen, der war's. Da ist noch einer. Ist gut, hör auf damit. Wo ist er? Auch tot, sehr gut. So, erste Aktion. Heile, heile Segen. Das ist aufregend. War es das? So viel Loot für so wenig Geld. Jetzt hätte ich halt doch meine Kiste mitnehmen müssen, ne?
wie das gut geklappt hat. Geh nach Hause. So, jetzt haben wir hier alles umgebracht, was nebenbei 3 auf dem Baum ist. Da ist meine Kiste. So, was wir jetzt als allererstes mal machen, ist folgendes. Wir holen uns dieses Ding hier. Brauchen wir auch keinen Traktorstrahl für. Und dann komme ich mit meiner 1 SCU-Kiste wieder zurück. Aber erstmal legen wir hier die Kiste ab. Gefällt mir hier mit den Außenposten, auch wenn es ein bisschen gefährlicher ist. Was liegt denn da? So, das wäre das zweite Paket. Blaze. Licht, sehr gut. Herrschaftszeiten. Komm mit. Und ehrlich gesagt, halt, hier geblieben. Nicht, dass der Wind die wegweht. Ehrlich gesagt, die Leichen hier, die sind ja auch komplett unnütz. Nicht, dass mich einer mit Leichen erwischt. Das wollen wir ja nur nicht. So, jetzt gehen wir uns mal den Loot holen. Packen wir jetzt alles hier rein. War das da? Ja, das war da. 4 habe ich erschossen, oder? 4 müssten es gewesen sein. Wenn ich die jetzt überhaupt alle wiederfinde. Bei dem Schneetreiben hier. Da liegt einer auf der Nase, das sehe ich so. Ja. Kann man die nicht irgendwie hier da rein looten? Warte mal. Also wenn ich hier auf Loot gehe, dann kann ich die nicht... Nee, ich kann die nicht da... Schade. Okay. Schade. Dann muss ich es auf die altmodische Art machen. Dann müssen wir es so machen. Rein da. Aber ist ja eigentlich zu schade da drum. Deswegen nehmen wir das ruhig mal alles mit hier. Aber es geht ja relativ fix. So. Hat der nicht auch noch eine Knarre gehabt? Wäre natürlich cool gewesen. Aber bis jetzt habe ich nur die ganzen Rüstungen eingesackt. Hm? Und, nein. Ich will den Body nicht looten, ich will den... Da, das will ich haben. Da liegt die Knarre unter ihm, ich habe es gesehen. So. Und gib die Knarre her. Nein, die Knarre. Ich will die nicht equippen, ich will die nur carryen. Ja, okay, carry ist ja richtig. So, gib die mal her hier, die kann auch da rein. So, das war Nummer 1.
Da liegt Nummer 2. Nein. So. Ist alles meins. Ich frage mich, ob man das in irgendeiner Form... Ja, man kann es verkaufen, aber ob das jetzt mittlerweile was wert ist, ich habe so meine Zweifel. Ja, wie viel haben wir noch Platz da drin? Ach, genug. Ich will nicht den Buddy tracken, ich will das Ding carryen. So. Ich glaube, das sind alles dieselben Rüstungen, aber pfeift der Hund drauf. Ersatz ist Ersatz. Gib mir doch mal hier da. So. Und die ganzen Munitions... Na. Die ganze Munition ist natürlich auch knuffig, die nehmen wir natürlich auch mit. So, das war Nummer 2. Nimm mal die Hand vor. Ich sehe doch nicht. Nimm mal die Hand weg. Das ist Nummer 3. So. Alles meins, gehört alles mir. Das werde ich gleich alles verlieren, wenn ich im dritten Außenposten totgeschossen werde. Aber man könnte es ja vorher schnell in der Raumstation abliefern, oder? Einfach nur, um sicher zu gehen, weil das ist so viel Zeugs hier gerade, was ich hier so habe. Gib mir mal die Beine. Die Beine! Kriege ich nicht. Das tut den Helm. Dann nehme ich den Helm. Das ist auch okay. So. Und die Beine. Zack. Und den Undersuit. War das dann alles? Glaube ja. So, jetzt gucken wir mal hier noch, ob hier noch irgendwer rumliegt. Wir dürfen nur nicht vergessen, wo unsere... Was sind das hier? Nix. Sturm ist Sturm. Den anderen, keine Ahnung, wo ich den erschossen habe. Oh, warte mal hier. So. Waffen sind ja auch wichtig. Der geile Loot. So. Mal hier noch irgendwen. Ich glaube, den anderen habe ich da oben drauf irgendwo erschossen. Kann das sein? Die Frage, wie man da oben rauf. Ich würde sagen, gar nicht. Gut, dann waren es halt nur 3. Das soll uns reichen. Oder kann man hier rauf hopsen? Nein, kann man nicht. Kann man da rauf hopsen? Kann man auch nicht. Okay, dann waren es halt nur 3. Und eigentlich waren es... Was wir alles finden, ist unglaublich. So. Ja, pfeift der Hund drauf, ab nach Hause. Man soll sein Glück nicht überstrapazieren. Na, nee. So. Und das Erste, was wir machen, wir fliegen jetzt natürlich zum dritten Außenposten, aber unterwegs fliegen wir ganz kurz bei der Raumstation vorbei und schmeißen diese Kiste hier raus. Da müssen wir nicht mal landen, das reicht, wenn wir
in die Kiste grapschen, in der Nähe der Raumstation sind. Und dann können wir das da rausschmeißen. Krassomat, muss man sagen. So. Kistlein rein. Fleck rein. So, da sind die zwei Kisten. Wir machen kurz den Laderaum zu. Ich sagte, wir machen kurz den Laderaum zu. Ich sagte, wir machen kurz den Laderaum zu. Ich sagte, wir... Dann muss ich es halt unten machen. Aha, interessant. So. Machen wir es halt so. Lalala. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass es in der nächsten Zeit, im nächsten Monat, kein Patch 3.23 geben wird. Und was ich jetzt hier gerade mache, ist mehr oder weniger mir quasi so einen Vorrat an Waffen und Rüstungen zulegen. Schwupps. Damit ich quasi Ersatz habe, falls ich umgebracht werde. Vor allem Waffen. So, gleich kommt die gute Nachricht. Gleich kommt nämlich, ich bin noch im Raketenfeuermodus. Das erklärt einiges. Gleich hört dieses ekelhafte Geräusch auf, weil ich gleich nämlich einen Sprung machen werde und dann wird das, glaube ich, resettet. So, erste Aktion. Wir fliegen ganz kurz bei der Raumstation vorbei. So. Hör auf, hier rumzufliegen. Wir müssen nur die Nähe, mehr müssen wir gar nicht. Und dann fliegen wir zum letzten Außenposten. Boah, jetzt ist das Geräusch zu Ende. Gott sei Dank. Zip. Und irgendwo müsste jetzt die Raumstation sein. Ich weiß nicht wo. Da. Und da unten ist auch noch unser letzter Punkt. Der ist quasi in der Nähe. Das ist ganz schön. So, wir müssen jetzt erstmal in die Nähe der Raumstation. Bis wir quasi in Docking-Reichweite sind. Dann können wir. Blind. Dann können wir die Ladung, also die Beute rauswerfen. Dann ist die schon mal in Sicherheit. Vielleicht verkaufe ich die dann auch. Ich habe ja dann so viele Rüstungen von derselben Sorte. Ah, okay, jetzt sehe ich auch was. Danke. Den Flugvektor ein bisschen nach links driften lassen, so. Jetzt warten wir, bis wir das ATC-Signal bekommen. Und dann müssten wir in Reichweite sein. Hier sind. Ja, da sind sie schon.
fliegt man noch ein bisschen näher ran. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt hier schon Zugriff auf das Inventar von der Station habe. So, müsste reichen. Werden wir gleich sehen, wenn ich aufgestanden bin. Wo sind meine Kisten? Achso, die sind hinten. Okay, alles cool. So, lass mal kurz gucken. Wir haben Vehicle Local. Genau, Vehicle und wir haben das Local. Im Local, da müssten wir eine Menge Undersuits haben. Ja, haben wir. So, jetzt gehen wir ins... Warte mal, jetzt schalten wir hier mal auf Vehicle. Da sind wir auf Local. Und räumen mal den ganzen Kladderadatsch rüber. Schwupps. Undersuits haben wir in der Raumstation. Armor haben wir. Also die letzten Folgen haben sich schon durchaus gelohnt. So, jetzt kommt noch eine Sache. Jetzt müssen wir noch schnell die Ladung rauswerfen. Das geht aber auch fix. Außer, dass ich hier schräg runterkletter. So, wo ist meine Kiste? Da ist meine Kiste. So, das ist external. Jetzt gehen wir auf local und sagen hier alles aus der Kiste. Genau, das ist alles in der Kiste drin. Move all. Zack. So, jetzt haben wir da wirklich alles. Da haben wir Rüstung, Ammo, diverse Utilities, Weapons. Super. So, jetzt können wir auch schon weiterfliegen. Das ist nicht viel wert, aber das ist insofern viel wert, wenn ich sterben sollte und hier auf der Raumstation spawne, dann habe ich da meine, die ganze Ausrüstung. So, jetzt kommt das letzte Ding. Und zwar... Nee, warte mal, ich gucke gerade in die falsche Richtung. Ich muss, irgendwo ist der Planet da. Und ich sehe natürlich nicht, wo. Da. So. Haben wir da irgendwas in der Nähe? Da 1000, da. Springen wir hier hin. Und dann können wir nämlich wieder, das U drücken. So, Achtung, U bereit machen. Diesmal werden wir nicht ganz so super dran vorbeikommen. So, jetzt macht er wieder leider sein komisches Geräusch, aber damit kann man leben. So, Sturzflug, meine Herren. Juhu! So, dann holen wir die letzte Kiste ab, lassen uns entweder erschießen oder schaffen es und sind dann, naja, stinkereich sind wir nicht, aber haben dann ordentlich Equipment mitgenommen. Und so stelle ich mir das ehrlich gesagt dann auch im Verse vor. Also später, Verse sind wir jetzt schon, später stelle ich mir das dann so vor, dass man so erstmal quasi so eine ordentlich Ausrüstung organisiert, bevor man irgendwelche Missionen macht, damit man quasi für den Fall seines Ablebens Ersatzausrüstung hat. Kacheln hier runter wie eine besenkte Wildsau. Wir glühen auch schon ein bisschen. Hui. Und ich würde sagen, das sind tatsächlich die neuen Außenposten, die alle ein bisschen anders aussehen. Also bisher zumindest.
Oh, bei 30 Kilometer gehe ich mal auf die Eisen. Bremsen! Super, jetzt ist das Ziel schon wieder weg. Ich glaube, es war ungefähr da. Ich hoffe, ich komme irgendwo runter, wo es sinnvoll ist. Ich hasse das. Welche Höhe haben wir? 14 Kilometer. Wird auf jeden Fall wieder eine Cutlass auftauchen, so viel können wir sagen. Jetzt ist leider Tag, das heißt, jetzt werde ich nicht sehen, wo das Ziel ist. Ich hoffe jetzt, dass ich mehr oder weniger genau drüber rauskomme. Es war ja bei Nacht so schön beleuchtet. Man musste unter 1000 Meter rankommen. Sehen wir schon was? Nein. Interessant. Kann das auf einer Insel sein? Ich glaube, ich sehe es schon. Kann das sein, dass es auf der Insel da ist? Wie geil ist das denn bitte? Ich wette, das ist da. Major Torque Imbalance, das stimmt so nicht. Ist das ein Außenposten? Ich sehe das nicht. Sieht wie alles Mögliche aus und nicht wie ein Außenposten. Fürchte, das ist kein Außenposten, das ist einfach nur Müll. Ja, super. Wo finde ich jetzt dieses... Ist ja blöd. Aber ich meine, das muss ja hier... Da vielleicht links von mir... Warte mal, ich sehe da was. Aber was ich interessant finde, hier ist überhaupt gar kein Außenposten. Das sind nur einfach nur Schrottteile, oder? Sehen wir was hier? Ah. Schwer zu sagen. Collision Alert, das stimmt gar nicht. Wartet mal. Kuckuck. Stirb schon. Hat ihn erwischt. Jo. Da liegt er. Da ist noch einer. Ecken erwischt. Ich würde sagen... Kappen erwischt. Ja, wobei, der macht da so... Er lebt noch. Plauzi, Plauzi. Ich glaube, jetzt habe ich ihn erwischt. Bin mir nicht sicher. Ja, ja, ja. So. Wir machen ein Haierchen. Und zwar diesmal möglich... was ein Haierchen? Wir landen hier. Und zwar ziemlich dicht an dem Ding. Damit wir diesmal den Loot nicht so weit... Kann es sein, dass da hinten was wegfliegt? So, jetzt ist die Frage. Sehen wir die Cutlass schon? Die obligatorische? Ich sehe sie noch nicht.
Wieso Take Off Complete? Was erzählst du da? Hör auf damit! Okay, wir heben nochmal ganz kurz ab. Ist nicht gut, das ist... Nein! Bin mir nicht sicher, was der hier treibt. Hallo? Oh oh. Das ruft ja nach 30k gerade. Possible 30k inbound. Jo. Nein. Ich wollte doch die Mission. Zum Glück habe ich die Loot, abgegeben. Ich wollte doch mein C-Fix nochmal. Aber das hatten wir vorhin schon. Können wir uns hier mal wenigstens ein bisschen umgucken. Sehen wir da hinten irgendwen? Nein. Ich sehe dich, mein Freund. Ich sehe dich. Dich pusten wir demnächst auch noch weg. So, also es könnten 30k sein. Ist es ein 30k? Wird es ein 30k? FPS is very, very low. Average 2,3. Wie gesagt, der Server hatte sich neulich da nochmal erholt von so einer, von so einem Aussetzer. Aber ist die Frage. Haben wir da noch was? Nein. Hier vorsichtshalber noch ein bisschen umgucken. Sieht gut aus. Server SPS 2,3 reicht mir ja. Ich will ja nur... Das war nämlich auch diese merkwürdige Landung. Ah, er hat sich wieder Glück gehabt. Könnten wir den natürlich... Der nicht erschießen, den Fleck. Der Fleck möchte überhaupt nicht erschossen werden. Der mich hier sehen? Die Frage, ne? Fallen sie doch mal um da oben. Jetzt ist die Munition alle. Die Krise. Jetzt, ist er jetzt nachgeladen? Nein. Ach, weißt du was? Hat er jetzt gerade die Handgranate? Ich habe nie noch eine Pistole. Ich habe... Wo denn? Keine Ahnung. Lass die Pistole raus. Jetzt hat er die Pistole wieder weggesteckt. Kannst du mal die Pistole draußen lassen? Okay, der Server macht gerade ganz blöde Sachen. Okay, das war Nummer 2. So, jetzt holen wir uns... Jetzt holen wir uns das Päckchen. Ah! Nein! Sag mal, was habt ihr denn für... Nein! Nein! Es darf nicht wahr sein! Mann! Ihr Haderlumpen! So, ob ich jemanden finde. Wisst ihr, der Server murks rum und dann schießen die auf einmal wie die bekloppt.
Warte mal, kann ich mich umgucken? Ach, guck mal da! Die dusselige Dings ist gelandet hier, wie heißt sie? Warte mal, wie war das? Receive, activate Beacon, hold M. So, ich guck mal, ob jemand kommt. Und ob jemand kommt, liebe Freunde, das seht ihr beim nächsten Mal. Bis dann, euer Mr. Fleck, verdammt.